Und als ich seinen Arm drückte, da fing er ganz heftig an zu atmen. Und ich dachte, oh mein Gott, bei dem geht's schnell. Aber ich hatte wieder daneben getippt. Das hat sich alles noch furchtbar in die Länge gezogen, ehe er sich getraut hat. Vorher hat er mir noch stundenlang von der Musik erzählt. Als ob ich eine Einleitung bräuchte. Aber naja, vor allen Dingen über die Frau von dem Tuba-Spieler hat er sich ausgelassen. Ich glaube, Alma hieß die. Die muss ganz toll gewesen sein. Die hat einen nach dem anderen vom Blech um den Verstand gebracht. Und schon imponiert, dieses Weibstück. Und irgendwie habe ich mich auch geschmeichelt gefühlt. Denn ich dachte mir, wozu erzählt der dir das? Doch nur, weil du da irgendwie ähnlich bist. Und das hat mich ungeheuer aufgemuntert. Dass es mir ganz egal war, ob ich neben einem scheinheiligen Heuchler lief oder nicht. Denn er hat mir einfach gut getan. Mit seinem Gerede. Und es kam mir auch einigermaßen ehrlich vor. Und ich sagte dieses und jenes. Dann habe ich sogar ein Lied gesungen. Und ich dachte nur noch, wirres Zeug mit